Ekran! Ekran is niet de shop, als van een waan. Ekran! En ik loop die aan met ons touwteranen. Hier wel wie een gouden titan en door wie God kan leren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom te dit programma Kraan. Dank je dat je hier bent. Wie zijn hier in Mexico? Meest voelt wat Steve Wall hier een predigt brengen over de entscheidung, wer ons partner wordt zijn in de toekomst. Of voor die wordt vielleicht een partner hand. Waar du kon werkelijk live zijn. So, wie wordt even live reden? Deze boodschap wat hij brengt wordt, die wordt ook in Bolivie gebracht op een jugendkampamento. En dat weer zo'n schöne boodschap. So, ik kom hier in Mexico en wie dachten wie würde die einfach abnehmen, dat wie die kunnen jugend ook brengen. Hi, ik ben Pastor Steve van Lebenswasser Tjoik in Chihuahua, Mexico. En wie zijn wir da taub zum reden über den Thema von Entscheidungen? Ik word verreicht om de maand terug in Bolivia zijn en op een jugendkampamento reden over deze thema. En zo wie dachten zo, wie willen dat waar derg merken, dat wie dat taub over gaan kennen zijn, wo wichtig onze entscheidungen zijn in ons leven. Wie zijn dat rechtung niet vernehmen, bestemt die ziel. En onder wie den weich, wo die vorende is, die rechtung, den weich, wo die vorende is, dort zegt, wo die hand komen wasch. Nicht dien vernehmen, nicht dien wünschen. Wann du weißt, ne eine steht hankum, in ober du forschen in ne andere Richtung, dien Richtung wird sein, wo du hankämst. So wie seien unsere Entscheidungen, sei die Saaten uns ab dem Weichen ab, wo wir hankum down. Und die wichtigste Entscheidung, wo wir treffen können in uns Leben, ist, wo wir glauben über Jesus. En als wir arm annehmen, aus ans Radar. Aber dann fährt die zweite wichtigste Entscheidung, die wir nehmen in uns Leben, ist, mit wem wir uns befrieden wollen. Wenn es dort merkt, so ein großer Unterschied in uns Leben. Gott sagt, sein Ziel für euch ist eine Morgen und eine Früh von der ganzen Lebenszeit. Und so die Entscheidung, die wir nehmen, über wem wir wollen befrieden, kommt mit uns für uns ganze Leben. Das ist eine sehr wichtige Entscheidung. Weet je, du hast eine uitgedachte Geschichte, wat wie manchmal je hier taan en wat wie manchmal gläuven doen. En die zeigst du stört. Wann du bloß de reichte Person fängst, zum die me befrieren, dann wordt alle reich schaffen. Wann du bloß de reichte Person fängst, dann wordt alle reich schaffen. Wann du bloß die met de reichte Mial oder met den reichten Jung befrieren des, dat wordt du zo gleichend is. En du hast de je feilung van leuw. En dat valt zich alle zo reich en zo schein. En dat jet, die tiet jet zo boezig voorbij, wann je taub zend. En wann du met de reichte persoon die befrieden wasch, dan wordt alle schoffen. Aber weet je, dat is bloß niet gedacht, dat je schicht. Dat is niet wat de Bibel ons leert. Weet je, de Welt zegt, wann du de reichte persoon fängst, dan wordt alle schoffen. Aber de Bibel zegt, wann du de reichte Person bist, dann wird es schaffen. Wann du Gott sein Plan ütleben des in deine Eihe, und du dein Eihe-Partner so leuven des, aus wat Gott sein Plan ist, dann wird es schaffen. Weil du Gott ist da, wo der ganze Eihe-Plan ütgedacht hat. Dort wird seine Idee. Und so, wie können uns dann sicher sein, wann Gott dort ütgedacht hat, und wie dort sein weich down, dann wird ihr dort auch schaffen und wird dort schein gehen. Und so ist es wichtig, dass wir sehen, was ich gehen down endet. Weil du, das ist eine Geschichte von einem Jahr. Sei was ab in ein christliches Heim. Und sei was ab in Osten Christ, würde wir sagen. Und ob er uns dann in den Jugendjahren nennen kann, ein bisschen älter wird, vielleicht 16, 17, 18 Jahre, dann ab einmal mögt sei eine Entscheidung in sich. En zij zei te zichzelf dat Jezus kon in mijn leven zijn, zo eens in jeder area van mijn leven, bloos niet in deze area van spazier. Du hast Jezus niet ruim. Ik word down, zo is me jankert. En weet je, zij funkt dan op een rechten weich te gaan. En de weich, wo ze jink, dort brach arbeid niet steht. Weet je, zij fuhr fertig ruut met alle hond vrienden, met verschiedene jongens. En dort wordt zij, wordt er dan janker, er wordt er door bifal, zij vallen alle hond zin en dergt is een leven, wens zij merk aanwijzen in scherungen. Zij weer op den rechten weich naar je kom. Zij jinkt de rechte richtung. En richtung bestemt in ziel, niet vernehmen.
En dan een dag kwamen ze bij een stad waar ze waren met een groep vrienden op Assel. Maar hier is op eenmaal een jong wat haar interesseert. Hij is een christelijke jong wat ze aan. Daar is met hem een beetje spazieren. Hij heeft een goede arbeid. Hij strengt zich aan bij de arbeid. En hij helpt de arbeid. Hij brengt zijn geld op een wijze weg. Hij is een jong wat zegt God als even jeder area van mijn leven. En hij kan mij fair zijn in jeder area. En deze jong had een entscheidung genomen door hij wil spazieren op een weg wat God wordt gelijken. En deze miaal waar dat aan en haar interesseert deze jong wens aan leid smaak en hij had deze gouden weten er valores en zoals hij leven duidt weer ontreigend. Zij voort nu een oefend naar huis en vertaalt er mama van deze geschichte van deze jong en wou hij aas en wou goud hij weer. En dan zegt er mama te haar, weet je wat, dat heeft zich alles aan erschein. Aber zo'n jong als dat zeek niet voor zo'n miaal als wat du bist. En dit deed haar zo zeer wei, want zij kreeg op eenmaal te zijn, zij weer op den rechten weg boven. Zij begint de rechte richting. Zij wil zo'n fijne man, zo'n gouden man, zo'n christelijke man, dat is wat zij wil. Maar zij ging in de ganz rechte richting om dat creëren in haar leven. En God brukt dat geschicht in haar leven om haar helpende entscheidung te nemen om de rechte weg te gaan. Om haar leven ganz afleiden met God zijn willen voor haar. En zij vond aan op een andere weg te leven. En ging dan in een andere richting gaan en kijken wat de goede steed, wat de goede steed, waar zij gaan wil. Wat je richting niet vernemen, bestemt dan ziel. En zo de entscheidungen die we nemen en de jaren waar we spazieren doen, merken zo'n grote onderscheid. En al ver de jaren, want we kunnen ons ruid merken, om de rechte persoon zijn voor ons partner, wat we vielleicht een dag worden gaan. Of wanneer je al bevriend bent, dan kan je de entscheidung nemen, om de rechte persoon zijn voor je partner van deel. Dit is een wichtige entscheidung. Want de Bibel, die zegt ons in 1 Korinther kapitel 13, wat lief is. En wat wertel je lief bedienen dat. En wie kan leren van dit. Wanneer je nog niet bevriend bent, en du weißt met wem spazieren vielleicht een dag, dit kan die wiesen, wo du en wassen kost. Wanneer je al bevriend bent, dit kon die treichhalpen sein, dit wo die live bewiesen kost. Wie wollen nicht de ganze Kapitel durchgehen, aber ein paar Farschen, dat fangt an und sagt, live ist geduldig. Wie sind geduldig mit den Menschen rum uns? Wenn wir noch nicht befriedt sind, wie sind geduldig mit uns Partner, wat wir mit Taub spazieren tun? Wie sind geduldig für den Tag, wo wir wollen befriedt sein, für wir wollen physisch in uns Verhältnis wiedergehen. Wir wollen reinbleiben, bei uns Kerstag. Leid ist geduldig. Wir können lernen. Wir können sehen sein für die, was rum uns sind. Leid ist freundlich. Ich will den Nächsten helfen. Ich will den Mut machen. Wenn du befriedt bist, dann kannst du dein eigen Partner lebend reden über ihn. Was meine ich mit dort? Ich meine, wir reden positive Wörter über uns eigen Partner. Wir proben die abzubühen mit so viel Reden tun. So viel mit den Umgehen tun. Wenn du noch nicht befriedigt bist, dann kannst du über das denken, wo kann ich freundlich sein zu den Menschen, die drum mich sind? Wo kann ich ihn abheben mit wo ich rede? Wo kann ich ihn wiederhalten, mit so sich mit Ernst taub sie, ob ein Frintel ihr weich, live ist freundlich. Wie sein wieder, dort live wird nicht übrig, wird nicht doll, und ich will mient, und gebe mir mient, und ich will dort für mich selbst. Er sagt wieder, dort live ist nicht einkoppig und pusht sich nicht. Weil ja, ein Mensch wird einkoppig ist, der blüfft bloß immer auf sie stark stehen und haupt den Nächsten nicht. Wie wollen den Nächsten helpen en abheben? En nicht bloß an uns selbst denken. Nicht bloß Dinge tun, dort uns dort was schein gehen. Oder dort den Nächsten dort was schein gehen. Zum uns eigen Partner dort was schein gehen. Oder vielleicht, wenn die spazieren das, dort die Wurstin, vielleicht die Mial oder die Jung, ab dem Gauder weich behandeln. Zum dort was schein gehen. Weil ihr live kickt nur den Nächsten. Live kijkt naar de Nächsten en leeft niet bloos voor zichzelf. Ik leef niet meer bloos voor mij en voor wat mij schijnt en voor wat mij jankert en voor wat mijn dromen zijn. Ik leef niet bloos voor dat. Nu leef ik in wat voor mijn vrouw
En voor wat arscheinert. En voor wat arjankert. En voor wat eredroom zendt. En voor wat arfeelt. Tum opbuen en stoik blieven. Weet je, wie zijn dat er zijn twee verschillende wegen waar we kunnen zijn in verhältnis. Eind als we kunnen in verhältnis zijn als een deiner. Ik zijn hier tum dien leven beter meer. Oder wie kan du sein aus ein selbstsächlicher Person, wat bloß für sich selbst stritt, für sein Inet, wat arm jankert, wat ar jankert, en dort als ein zwei sehr verschiedene Personen. Wat je de Welt sagt uns, wenn du bloß die rechte Person fängst, dann wordet alle reich schaffen. Aber die Bibel sagt uns, wenn du die rechte Person bass, dann wordet schaffen. En wenn wir denken an, wat meint dat de rechte Person zijn, dan denken wir an de Person zijn, wat een deiner is voor ons Partner. Ik ben hier voor dien goud. Ik ben hier om die halten, om die in zijn zijn. Wenn wir met die Einstellung verweich gaan, dan merken wir der groot op, dat God kon allerhand Segnungen in ons Leben nennen brengen. En so, wenn du nicht befried bist, leer wat het meint in deiner te zijn voor de nächsten. Tum den halten, tum zijn zijn. Wenn du befried bist, dan was in dit. Tum den eigen Partner dein. Weet je, onze Entscheidungen, die zijn zo wichtig. Die worden zijn, in grote poort, worden die zijn van wo wie han komen down in ons leven. Vielleicht hebben we een droom oder een ziel, dat een dag, wenn wir schon alt sind, dann wollen wir in goldet Eihe haben. Und wir wollen uns Eihe Partner fangen und in golden Verhältnis haben, in stärket Verhältnis, in golden Freundschaft. Dort wir können von irgendwas reden, was uns befällt, und wir können da uttuschen und eine schöne Zeit Gemeinschaft haben, wenn wir erst alt sind. Aber weit ihr wort, dort sind sehr gute Vernehmen, aber das passiert nicht für selbst. Wenn es Vernehmen allein, wird die noch nicht wohin bringen. Aber nu magst du Entscheidungen nehmen, wat die wollen ein Tag durchanbringen. Wat desst du von Deo, wenn du nicht befriedigt bist mit ihm, vielleicht wenn du spazieren lässt, wat desst du von Deo, zum die durchanbringen ein Tag? Wenn du befriedigt bist, wat do je in jene Eihe von Deo, zum dort die wollen 20 Jahre von dir eine starke, gesunde Verhältnis haben. Weil je Rechtung nicht vernehmen, bestimmt dein Ziel. Freu Jesus verhalpen diesen Aria und du dort sehen war ich. Lese den ganzen Kapitel der ich von 1. Korinther 13 und lehre, wo live schaffen das, wo eine Person denken das und wo wir können uns Partner in sehen sein, wo wir die können dein und wo wir können einen frohet, motiert, Zukunft nennen gehen mit unserem Partner taub und ja Gott sehen sehen. Gott sehen ihn, hat eine gute Werk. Dankeschön, dass du von der Odo wirst. Wenn du Frauen hast, die mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591-7788-4479 oder schreib uns im Facebook oder in E-Mail nur ekran@gmail.com.